Für den ersten FC Köln wird die Lage in der Bundesliga immer bedrohlicher. Drei Tage nach dem Lebenszeichen im DFB-Pokal beim 3:1-Erfolg in Berlin bei Hertha BSC kassierte der dreimalige deutsche Meister im 61. rheinischen Bundesliga-Derby bei Bayer Leverkusen eine 1:2, 1:0-Niederlage und warten damit auch nach 10 Spieltagen auf seinen ersten Dreier. Während die Geißböcke fünf Tage nach der Trennung von Sportvorstand Jörg Schmadtke nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz festkleben, setzte die Werkself durch ihr fünftes Ligaspiel in Folge ohne Niederlage ihre Aufholjagd Richtung Europacup-Plätze fort. Serhou Guirassy, 23., hatte die Kölner in Führung geschossen. Der 21-jährige Franzose war eine Woche zuvor noch zur tragischen Figur bei den Geißböcken geworden, als er im Kellerduell gegen Werder Bremen 0:0 kurz vor Schluss eine Megachance vergab, indem er den Ball freistehend aus kurzer Distanz neben das Tor setzte. Bender erzielt das Tor des Tages. Leon Bailey, 54., gelang der verdiente Ausgleich für die Gastgeber, ehe Abwehrchef Sven Bender, 73., den dritten Saisonsieg der Hausherren perfekt machte. Einem Treffer von Kevin Wollang, 85., versagte Schiedsrichter Manuel Gräfe nach Studium der TV-Bilder nachträglich die Anerkennung. Er entschied auf Handspiel von Bailey. Die Hausherren nahmen mit dem Anpfiff die Zügel in die Hand und ließen den FC in der Anfangsphase kaum zur Entfaltung kommen. Die Nationalspieler Julian Brandt und Wollang hatten jeweils bei einer Doppelchance in der 8. Minute die Führung auf dem Fuß. Guirassy zeigt, wie gut er treffen kann. Auf der Gegenseite sorgte lediglich eine verunglückte Flanke von Leonardo Bittencourt, 12., einmal für Gefahr. Die Gäste, bei denen der zuletzt angeschlagene Kapitän Matthias Lehmann wieder an Bord war, befreiten sich aber nach und nach aus der Umklammerung und brachten ihrerseits die keineswegs sattelfeste Bayer-Defensive mit einigen guten Kontern in Verlegenheit. Nach einem guten Einwurf des neu ins Team gekommenen Dänen Frederik Sørensen nahm Guirassy den Ball am 5-Meter-Raum geschickt an, düpierte Nationalspieler Jonathan Tah mit einer blitzschnellen Drehung und erzielte dann seinen ersten Saisontreffer. Die Gastgeber, die eine Woche zuvor bei Borussia Mönchengladbach einen 0:1 Pausenrückstand aufgeholt und am Ende 5:1 gewonnen hatten, agierten im zweiten Durchgang konzentrierter und zielstrebiger. Nach dem Ausgleich durch Bailey, der seinen dritten Saisontreffer verbuchte, waren die Gastgeber wieder am Drücker. Der Torschütze selbst vergab in der 65. Minute noch eine gute Möglichkeit zur Führung. Köln war bis zum Schluss ein Gegner auf Augenhöhe und hatte durch den eingewechselten Tim Handwerker in der 69. Minute noch eine gute Möglichkeit. Der ehemalige Leverkusener scheiterte aber an Nationaltorwart Bernd Lennehö. Kurz darauf war Bender erfolgreich. In der kommenden Woche trifft der erste FC Köln in der Europa League am Donnerstag, 2.11.2017, auf Beit Boris, drei Tage danach ist in der Bundesliga die TSG Hoffenheim zu Gast. Leverkusen hat Internationalpause, muss dann am Samstag zum FC Augsburg.